Heute ist die Generalversammlung der Schweizerischen Nationalbank und sie hat eigentlich die Macht, zu sagen, ja, wir wollen die Vollgeldinitiative, weil die Vollgeldinitiative, die würde die Helvetia, also die Schweiz, befreien aus den Fängen der Grossbanken. Der Wilhelm Tell hat heute Thomas Jordan, am Präsident der Schweizerischen Nationalbank, gezeigt, dass er die Macht hätte, um die Helvetia zu befreien. Es geht darum, dass die Nationalbank heutzutage nur 10% von unseren Schweizer Franken herstellt. Die grosse Menge, nämlich 90%, ist elektronisches Geld. Und das elektronische Geld, das wird von den privaten Banken, einer UBS und einer CS, hergestellt. Durch das ist unsere Schweizer Franken nicht sicher. Es kann immer wieder zu Finanzkrisen kommen. Und die Nationalbank hat die Geldmenge nicht im Griff. Sie könnte aber mit der Vollgeldinitiative, die auch nächstes Jahr zur Abstimmung kommt, das ändern. Und darum sind wir der Meinung, dass die Schweizer Nationalbank die Vollgeldinitiative unterstützen sollte. Vollgeld!